Zusätzlich zu diesen Akkordarpeggien, also Grundton, Terz und Quinte, werden im Soul, aber auch in vielen anderen Musikrichtungen gerne noch die Sechste verwendet. Ja, die Sechste ist einfach im selben Bund wie die Terz, nur eine Seite höher. Ja, die Sechste rundet den Dur-Akkord schön ab, passt immer, ist also ein sicherer Ton, den ihr gerne immer wieder verwenden könnt. Und ich zeige euch die Verwendung der Sechste hier anhand des Songs 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9 von Wilson Pickett. Viele der Soul-Klassiker wurden in den 60er Jahren mehrfach aufgenommen, ja, also für verschiedene Interpreten. Das ist natürlich für uns ganz toll, weil wir uns verschiedene Ansätze für Basslinien für jeweils denselben Song anhören können. Wir haben eben die Version von Wilson Pickett gehört und jetzt will ich euch zeigen, wie dieser Song aufgenommen wurde mit Eddie Floyd. Es ist eine andere Tonart, wir benutzen trotzdem das gleiche Playback, damit wir hier direkt vergleichen können. Es ist auch nicht viel, was sich ändert, es ist nur eine kleine rhythmische Variante. Und zwar spielt Donald Duck Dunn hier in diesem Fall am Ende der Phrase immer ein triolisches Pattern. Ja, also dass wir... Ja, das sind die Triolen, 4 und... 1, 2, 3, 4 und 1. Ja. Dadurch, es ist eine kleine Variante, ergibt sich aber schon ein ganz anderes Feel. Wir hören uns das mal an. Sechste ist sehr beliebt und wird sehr häufig verwendet. Deswegen gibt es auch verschiedene Art und Weisen, die Sechste in die Basslinie einzubauen. Eben haben wir ja einfach unser Dreiklangsarpeggio um die Sechste erweitert, indem wir hier mit dem Zeigefinger obendran noch die Sechste gespielt haben, beziehungsweise die Reihenfolge war ja eben anders. Ja. So, jetzt kann man die Sechste aber auch, ja, wenn hier die Quinte ist, einfach spielen, indem man von der Quinte noch einen Ganzton hoch geht. Dann haben wir Grundton,
Quinte und Sechste. Diese Sechste ist natürlich nicht mehr, ganz schwierig irgendwie zu erreichen mit einer Hand. Und deswegen gibt es da einen kleinen Trick. Man slidet in diese Sechste rein und das gibt sehr schöne Basslinien. Ja, das heißt, man muss die Quinte anschlagen und dann sofort hochziehen. Das müsst ihr vielleicht mal ein bisschen üben am Anfang. Ja, denn das sollte wirklich in einem Zug und relativ schnell funktionieren. Ein wunderschönes Beispiel für so eine Basslinie mit dieser Sechste und Slide ist die Bassline zu Knock on Wood von Eddie Floyd. So, jetzt haben wir zwei Arten kennengelernt, die Sechste in unsere Basslinie einzubauen. Einmal als Ton innerhalb des Arpeggios, Grundton, Terz, Quinte, Sechste. Dann mit einem Slide hier auf der Seite, einfach hinter der Quinte. Und jetzt können wir die Quinte und die Sechste auch beide noch nach unten oktavieren. Das heißt, ich gehe einfach immer eine Oktave tiefer, dann sitzen die Quinte und die Sechste unterhalb des Grundtons, also unter Quinte, und Sechste ist immer ein Ganzton höher als die Quinte. Und dann habe ich dieses Muster und mit diesem Muster können wir einen altbekannten Song schon spielen, nämlich 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9, und in der Version von Otis Redding, der den Song nochmal aufgenommen hat und wiederum Doug Dunn hat wieder die Linie gespielt, aber wieder ein bisschen anders. Also jedes Mal ein bisschen anders, diesmal mit diesem sechsten Pattern, das ich als kleines sechsten Pattern bezeichne.